Jo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich möchte euch heute mal eine Kurzgeschichte von mir präsentieren. Ich wollte es einfach mal noch fremden Leuten zeigen, Leuten, die ich jetzt nicht persönlich kenne, damit ich einfach mal noch andere Meinungen höre. Genau, deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Bitte schreibt mir einfach rein, was ihr von der Geschichte haltet. Würde mich wirklich interessieren. Ich habe als Kind schon sehr, sehr viel geschrieben und irgendwann hat sich das leider wieder ein bisschen verlaufen, weil ich einfach irgendwie zu große Ansprüche an mich hatte. So, ich wollte irgendwie richtig Bücher schreiben, aber das ist natürlich viel zu groß gewesen für mich. Und die Ideen waren aber da. Und jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft, einfach Kurzgeschichten für mich zu finden. Mein Gott, dann geht die Geschichte halt immer 2, 3, 4 Seiten nur lang. Aber das wollte ich heute mal euch präsentieren. Und zwar als Hörbuch, was ich selber aufnehme. Hier mega professionell in meinem Kleiderschrank. Okay. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Fahrstuhl von Tim Time. Ding! Der Fahrstuhl war im Erdgeschoss angekommen. Mit verhängnisvollem Rattern öffneten sich die Türen. Dan stieg ein, drückte den Knopf für das oberste Stockwerk und lehnte sich gegen die Aufzugwand. Erst jetzt fiel ihm auf, dass außer ihm noch 3 andere Leute anwesend waren. Ein Mann um die 30, also ungefähr in Dans Alter, ein Jugendlicher, ungefähr 17 oder 18 Jahre alt, und ein kleiner Junge, den Dan auf etwa 6 Jahre schätzte. Sie standen da, als kannten sie sich nicht, und doch war da etwas, das sie alle 3 miteinander verband. Dan wusste nur nicht, was es war. War ja auch egal. Er war schließlich nicht hier, um Leute zu analysieren. Nicht mehr. Er war hier, um es hinter sich zu bringen. Er schloss die Augen. Er dachte jetzt an eine Redensart, die er einmal gehört hatte. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Nun, er würde sehr bald herausfinden, ob da was dran war. Andererseits, was sollte an ihm schon groß vorbeiziehen? Er hatte nach der Schule das Psychologiestudium begonnen, abgeschlossen und angefangen zu arbeiten. Auf seinem ganzen Weg hatte er sich kein einziges Mal verliebt und keine Frau hatte sich je in ihn verliebt. Mehr gab es einfach nicht zu erzählen. »Warum bist du so traurig?« Dan öffnete die Augen. Der kleine Junge hatte gesprochen. Selbst wenn Dan nicht so verwirrt durch die Tatsache gewesen wäre, dass ein fremder 6-Jähriger ihn das gefragt hatte, hätte er keine Antwort gewusst. War er überhaupt traurig? Eigentlich fühlte er sich nur leer. Er fühlte sich so verdammt leer. Er war nun seit Jahren als Psychologe tätig und hatte selbst keine Ahnung, was mit ihm los war. In seinem Büro hing ein Diplom, aber war er wirklich schlau? Was sollte er hier auf der Erde, wo alles trist war? Irgendetwas fehlte ihm. Das Leben musste noch mehr bieten. Und schon wieder fühlte es sich an, als würde ihm der Kopf vor lauter Fragen platzen. Wann würde der Fahrstuhl endlich oben sein, wo er einfach alles beenden konnte? »Wie kommst du darauf, dass ich traurig bin?«, fragte Dan den kleinen Jungen. Ihm fiel auf, wie fern und tonlos sich seine Stimme anhörte, als hätte jemand außerhalb des Fahrstuhls gesprochen. »Naja, du siehst einfach aus, als hättest du schon lange keinen Spaß mehr gehabt.« »Spaß?«, wiederholte Dan. »Na, Spaß! Wie als ich neulich mit Jack Indiana gespielt habe. Da hatten wir Spaß«, erklärte der Junge begeistert. »Ha«, machte der Jugendliche, »das haben wir früher auch immer gespielt. Wir sind mit unseren selbst gebastelten Bögen über die Wiesen gelaufen und haben uns dabei wahnsinnig toll gefühlt.« Der Junge strahlte und auch der Mann in Dans Alter nickte zustimmend, als sprächen ihm die beiden direkt aus der Seele. Nur Dan war weiterhin verwirrt. »Was machst du eigentlich beruflich?«, fragte der Jugendliche jetzt. »Ich bin Psychologe.« »Oh Gott«, stieß der Jugendliche aus, »wieso das denn?« »Naja«, sagte Dan und schwieg kurz. »Es ist doch spannend, oder?« Er merkte selbst, wie hohl sich das anhörte. Jetzt räusperte sich der Mann mit dem gleichen, früh ergrauten Haar, das Dan auch hatte. »Das siehst du aber nicht wirklich so.« »Es war eine Feststellung, keine Frage. Dein Vater wollte es so.« Dans Atem stockte. Er wollte eigentlich widersprechen, aber er konnte nicht. Es war, als lüge der Mann und spreche gleichzeitig die Wahrheit. »Wer bist du?«, keuchte Dan. Der Mann antwortete nicht. Stattdessen stellte er eine neue Frage. »Wie schaut's mit der Liebe so aus?« Dan fühlte sich wie in einem Verhör. »Nichts.
Es gibt niemanden, gab nie jemanden, antwortete er. Auch das stimmt nicht, stellte der Mann fest. Da war... Halt den Mund! Schrie Dan. Er wollte kein Wort mehr hören. Er konnte nicht mehr. Er begriff gar nichts. Die ganze Situation überforderte ihn. In diesem Moment machte der Fahrstuhl einen Ruck und blieb stehen. Sie waren im obersten Stockwerk angekommen. Bei Dans Ziel. Er hatte keine Ahnung, was es mit den dreien auf sich hatte, aber er wollte weg von ihnen. Sie machten ihm Angst. Er stolperte aus dem Aufzug und rannte das letzte Stück der Treppe nach oben. Er hörte noch flüchtig die Stimme des Mannes, der ihm so ähnelte, er solle doch da bleiben, doch es kümmerte ihn nicht. Er stieß die Tür zum Dach des Gebäudes auf und kühle Nachtluft stieß ihm entgegen. Er lief zur Kante und vor ihm breitete sich die leuchtende Skyline Londons aus. Er setzte zum Sprung an, doch nicht, bitte. Es war die Stimme des Kindes, die ihn von der Kante zurückweichen ließ. Die Verzweiflung und pure Angst in dieser unschuldigen Stimme, die Dan dazu brachte, sich umzudrehen. Vor ihm standen der Mann, der Jugendliche und der Junge. Sie sahen ihn alle ernst an und plötzlich begriff Dan. Ihm fiel ein, was ihm die ganzen Jahre über gefehlt hatte. Die plötzliche Erkenntnis überrollte ihn förmlich. Erinnerungen flogen vor seinem geistigen Auge vorbei. Erinnerungen, wie er als Kind mit seinem besten Freund Jack Indianer gespielt hatte und wie viel Spaß sie dabei gehabt hatten. Erinnerungen daran, wie er mit 18 den Beruf seines Vaters total langweilig gefunden hatte und eigentlich Kameramann hatte werden wollen. Und dann fing er an zu lachen. So heftig wie schon seit Jahren nicht mehr. Er konnte gar nicht mehr aufhören. So viele Bilder seiner Kindheit und Jugend flogen an ihm vorbei. Irgendwann mischten sich Tränen in sein Lachen, als er an Susan dachte. Die Frau, in die er sich vor 2 Jahren verliebt hatte. Doch er war damals zu sehr in sich versunken gewesen, um es wirklich zu erkennen und sie anzusprechen. Er sah auf und auch die anderen hatten sowohl Lachtränen als auch Tränen der Trauer in den Augen. Als der Morgen anbrach, beruhigte Dan sich langsam. Die 3 anderen waren verschwunden, doch Dan wusste, dass sie ihn nun nie wieder verlassen würden. Er fühlte sich jetzt wieder erfüllt und voller Lebensfreude. Denn kurz bevor du einen schweren Fehler begehst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Dan rappelte sich auf und ging die Treppe hinunter. Wieder im Aufzug suchte er Susans Handynummer in seiner Kontaktliste. Er zögerte, als er sie fand. Kurz glaubte er, im Spiegel hinter sich den kleinen Jungen zu sehen, der einen Indianerkopfschmuck aufhatte und ihm zuzwinkerte. Dann tippte Dan auf Susans Nummer. So, jetzt wo ich hier beim Schnitt sitze und das Ding fertig geschnitten habe, fühle ich mich doch nochmal verpflichtet, ein bisschen was zum Ende meiner Geschichte zu sagen. Ja, mir ist klar, dass Depressionen und Selbstmordgedanken, selbstmordgefährdete Menschen, dass das ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema ist. Dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und ja, mir ist auch klar, dass kein Selbstmordgefährdeter oder keine Person mit Depressionen dadurch geheilt wird, dass sie eine Erkenntnis hat oder so, oder dadurch, dass sie erkennt, dass sie ihre Kindheit wiederentdeckt oder sowas. Ich weiß, dass Depressionen eine Krankheit sind. Und Leute, das solltet ihr bitte auch wissen, das möchte ich euch sagen. Depressionen sind nicht einfach eine Phase, in der man traurig ist, das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Ich habe das in dieser Geschichte einfach ein bisschen übertrieben dargestellt, weil ich der Meinung bin oder glaube, dass jemand, der seine Kindheit verdrängt oder die glücklichen Erinnerungen oder seine eigenen Träume vergisst, verdrängt, dass diese Person zu einem Bruchteil seiner selbst zusammengestauft würde, dass man sich selbst einfach nicht mehr ausleben kann. Und das habe ich halt jetzt in diesem Fall als so jemanden, der sich umbringen will, dargestellt. Bitte missinterpretiert das nicht, dass ich glaube, dass Depressionen etwas sind, was so einfach ist, beziehungsweise so einfach wieder zu heilen ist. Das glaube ich auf keinen Fall. Also, wenn euch das Thema Depression interessiert, kann ich euch den Kanal Teilzeit-Nerd empfehlen. Ich weiß nicht, ob der noch Videos macht, aber der hat sehr viele, sehr interessante Videos zum Thema Depression. Und ich glaube, dass der sehr viel ernstzunehmende Sachen darüber weiß und eben auch sagen kann. Genau. Also, bitte missinterpretiert meine Geschichte nicht, das wollte ich einfach noch sagen. Und ja, das war es jetzt wirklich von mir. Ciao.